was bisher geschah. Pauline ist 4 Jahre alt, als ein Hirntumor diagnostiziert wird. Unheilbar. Ihre Eltern entscheiden, die wenige noch verbleibende Zeit zu viert mit Erinnerungen zu füllen. Nach oben. Am 31. Juli 2020 stirbt Pauline. Sie versuchen, sich ein Leben zu dritt einzurichten. Suchen schöne gemeinsame Momente. Mit aller Kraft wollen sie der Trauer etwas entgegensetzen. Mut und Zuversicht. Über ein Jahr ist vergangen, seitdem wir das letzte Mal bei Edda, Julia und Simon waren. Wie geht es den dreien inzwischen? Der Alltag in der Familie funktioniert. Aber es vergeht kein Tag, an dem sie nicht an Pauline denken, von ihr erzählen. Die Trauer ist da, immer. Wir haben diese Phasen, also traurige Phasen, sehr verweinte Phasen. Das ist halt normal und die Phasen müssen sein. Es ist ja so ein Dauerzustand. Also diese Geschichte begleitet uns ja einfach immer. Das sind wir. Meine Trauer hat sich schon dahingehend verändert, dass ich nicht mehr tief traurig bin. Ich trage natürlich tagtäglich von früh bis spät und nachts trage ich halt immer Trauer mit mir. Aber das kann man einsortieren und man lebt quasi mit der Trauer weiter. Aber wichtig ist, dass man diese Trauer zulässt. Julia und Simon haben beschlossen, sich um einen Reha-Platz zu bemühen. Eine Reha für verwaiste Eltern und Geschwister. In ganz Deutschland gibt es zu diesem Zeitpunkt nur 2 Kliniken, die das anbieten. Ich glaube, dass Edda am dollsten davon profitieren könnte, weil sie hoffentlich da vielleicht auch von merkt oder dadurch merkt, dass sie nicht alleine ist, das Kind in der Geschichte. Ich glaube, dass das für Edda wichtig zu spüren. Und ich glaube auch, dass das jetzt tatsächlich wäre, das ihr richtiges Alter, das so mitzunehmen. Die 7-jährige Edda wohnt nun in 2 Kinderzimmern. Sie schläft in Paulines früherem Zimmer. Das hat sie sich so ausgesucht. Und hier ist Pauline auch. Und hier auch. Auf manchen Bildern zumindest. Was denkst du denn, wo Pauline jetzt ist? Was stellst du dir vor? So eine Wolke mit so Wolkenhäusern. Und das, also so, dass alles aus Wolke besteht. Wenn ich in meinem Zimmer bin, dann gucke ich ja auch manchmal wieder auf die Bilder. Und dann bin ich halt eben wieder ein bisschen traurig. Und dann gehe ich ans Fenster und dann gucke ich halt eben die Wolken an. Ich muss mal gucken, ob überhaupt Wolken da sind. Warum guckst du die Wolken an? Weil ich mir vorstelle, dass Pauline auf den Wolken schwebt. So eine schöne Vorstellung, oder? Mhm. Und wenn du mit ihr sprichst, sprichst du dann laut oder nur im Kopf? Ich flüster dann leise. Das mache ich auch ganz oft, wenn ich spiele. Und dann flüster ich auch gerne. Und was flüsterst du dann zu Pauline? Dass ich hoffe, dass sie wieder kommt und dass ich sie gerne wieder hier haben würde. Und ob es ihr gut geht. Antwortet sie dir auch? Ja, aber dann abends in Träumen. Edda hatte in den vergangenen Monaten Zeiten großer Wut und Traurigkeit. Wenn ich jetzt an Eddas Phasen manchmal denke, dann ist es so, die bricht ab und zu mal dann so richtig doll zusammen und
wo wir dann fragen, wie können wir dir helfen? So, das können wir dir irgendwie helfen? Und sagt das ja auch immer so, mir kann doch keiner helfen. Wir kriegen sie doch nicht zurück. Wir kriegen sie nicht zurück. Uns fällt auf, also mir, ich spreche jetzt erstmal von mir, dass Edda gerade jetzt auch in der letzten Zeit schon wieder viel an Pauline denkt und dann auch öfter anfängt zu weinen. Auch Julia erzählt von eigenen Trauertiefs, die sie in den vergangenen Monaten stärker runtergezogen haben als zu Beginn der Trauer. Bisher haben die drei keine Therapie in Anspruch genommen. Lange haben sie nicht das Richtige für sich gefunden. Später fehlte im Alltag dann die Kraft, sich darum zu kümmern. Da kommst du ja schon, Sid. Ja, brav, Sid. Ja, du weißt schon, was los ist. Edda geht seit einiger Zeit regelmäßig zu den Ponys in der Nachbarschaft, zusammen mit Freundin Miller. Der Umgang mit den Tieren tut ihr gut. Als die Serie über Pauline veröffentlicht wurde, fanden Julia und Simon es zu früh, sie mit Edda zu gucken. Sie war damals 6 Jahre alt. Wir haben es eine ganze Zeit lang ganz doll von ihr versucht wegzuhalten. Wir dachten, der Zeitpunkt ist noch nicht der richtige, dass sie das alles sieht. Dann war es Eddas, doch aber war es Eddas Wunsch, das zu gucken. Und das hat ganz auch recht viel mit ihr gemacht. Also wir haben jetzt schon 2-mal geguckt. Da war ich auch traurig, aber jetzt nicht so doll wie das wie beim ersten Mal. Und fandest du es auch schön, Pauline noch mal zu sehen? Ja. Nee. Was gibt's heute zum Abendbrot? Julia beschäftigt sich nicht mehr viel mit der Serie. Simon dagegen liest bis heute regelmäßig alle Kommentare dazu auf YouTube. Es ist wie so beim kleinen Hund, den man dann einmal so übers Köpfchen streichelt und sagt, oder wie so ein Amma in den Arm nehmen und sagen, toll. Oder ne, einfach so, ich denke an dich und gut, wie ihr es gemacht habt oder alles Gute. Nach der Veröffentlichung hatten sich andere betroffene Eltern bei Julia gemeldet. Aber die WhatsApp-Gruppe wurde ihr schnell zu viel. Geschichten, Gefühle und Fotos von anderen mit ähnlichem Schicksal fühlten sich in dem Moment und in diesem Medium für sie nicht richtig an. Mama. Edda? Ich wünsche mir Rot. Rot? Erst als Julia von einer Initiative angeschrieben wurde, die das Thema Kinderkrebs stärker in die Öffentlichkeit bringen möchte, traf das einen Nerv bei beiden. Julia, Simon und Edda sind nach Berlin gefahren, um eine Aktion vor dem Reichstag mitzugestalten. Jede Familie hat ein Foto ihres Kindes mitgebracht. Gememeinsam wollen Betroffene auf die Erkrankung DIPG aufmerksam machen. Die Krankheit, an der auch Pauline gestorben ist. Eine Mutter hat den Verein Ben Hilft gegründet, benannt nach ihrem verstorbenen Sohn. Ich habe ein bisschen Herzklopfen, muss ich sagen. Ja? Ja. Hast du eine Idee? Entscheiden. Echt? Lass uns zusammen entscheiden. Vor der Krebsdiagnose unseres Sohnes hatte unsere Familie keinerlei Berührungspunkte zu Kinderkrebs. Uns ging es wie vielen anderen abertausenden Menschen. Wir wussten, dass Kinder auch Krebs kriegen können. Wir wussten, dass Kinder daran auch versterben. Aber sehr viel mehr wussten wir darüber nicht. Wir hatten keine Ahnung, dass es Krebsarten gibt, für die es bereits vom Tag der Diagnose an keine Chance auf Überleben gibt und keine Therapien mit Erfolgsaussichten. Das ist so krass, wenn man die Bilder alle auf einmal sieht. Man sieht so viele strahlende Gesichter.
Zum ersten Mal tauschen sie sich mit anderen Eltern aus, die ihre Kinder wegen dieser seltenen Krankheit verloren haben. Wie ist es jetzt bei euch? Ihr wohnt ja noch im gleichen Ort, im gleichen Haus. Also ich habe eine Zeit lang immer gesagt, müssen wir gucken, ob das so funktioniert. Es ist für alle okay und gut. Seid ihr umgezogen? Ich bin umgezogen, mit meiner Tochter. Ja. Ja, aber nur innerhalb der Stadt. Du möchtest nicht und wollen wir ein Schmetterlingsfoto machen. Was bist du, eine Fledermaus? Ich bin eine Fledermaus. Er ist Batman. Ziegi. Es geht doch gar nicht um Schöni aussehen. Ich mache hier drunter. Sonst machen wir einmal mal so und dann kann noch jeder mit reinkommen. Und dann sagen wir, das ist bei Eddas Hand. Oh Eddie. Jetzt doch. Wie schön. Sie stellen fest, dass ihnen der Austausch gut tut. Ein Monat später. Die Reise nach Berlin hat Julia und Simon darin bestärkt, eine Reha gemeinsam mit anderen verwaisten Familien machen zu wollen. Sie hoffen nun sehr, einen der wenigen Plätze in einer solchen Klinik zu bekommen. Das ist die Rückmeldung, die ich von den einzelnen Kliniken, mit einer Klinik stehe ich ja nun im speziellen Kontakt oder im intensiveren Kontakt. Es gibt eine sehr große Nachfrage und ein viel zu kleines Angebot. Und als ich das terminlich das letzte Mal mit denen gesprochen habe, lagen die Termine ein knappes Jahr im Voraus. Trotz der langen Wartezeiten lassen sie sich bei einer der Kliniken auf die Liste setzen. Simon hat sich inzwischen im Nebengebäude einen eigenen Rückzugsort eingerichtet. Hier ist er oft nach seiner Arbeit als Lymphtherapeut. Das ist so ein neutraler Raum quasi. Da kann ich einfach Musik hören, quasi mein Abschaltraum. Den bringe ich auch mit nichts in Verbindung. Das ist ein ganz neutraler Ort. Dadurch, dass ich meinen Sport halt auch einfach zurückgefahren habe, bin ich kreislauftechnisch auch jetzt nicht mehr ganz so auf der Höhe im Moment. Ich habe den ja auch nicht gänzlich verloren. Ich gehe zwischendurch immer noch mal laufen und bin zwischendurch immer noch mal auf der Matte. Aber es ist halt einfach nicht mehr so diese Intensität, die ich damals hatte. Das heißt, irgendwo fehlt dir die Energie oder der Antrieb? Genau. Also das kann man sagen. Weil ich die im Moment auch für andere Bereiche brauche. Ach, und da ist auch die Lawrence-CD. Anders als vor Paulines Tod kann er sich im Moment immer nur einer Sache zuwenden. Alles andere erschöpft ihn schnell. Also ich hoffe, dass ich da irgendwann auf jeden Fall wieder in Schwung komme. Ich weiß, dass ich es irgendwann schaffen werde, aber zurzeit halt einfach noch nicht. Die Zeit ist noch nicht so weit. Edda besteht auf regelmäßige Besuche bei Pauline. Sie mag es nicht, wenn ihr Grab unordentlich ist. Immer wenn ich bei der Kirche bin, überlege ich mir, ob ich vielleicht drüber fahre, ob ich vielleicht über die Straße fahre und die Blumen gieße. Mama, wie wird Happy geschrieben? H-A. Happy. Ich träume dann von ihr. Manchmal sind es doofe und traurige Sachen. Manchmal träume ich wieder von ihr, als sie gestorben ist. Und manchmal, dass sie wieder hier auf die Erde gekommen ist. Und manchmal träume ich was ganz Schönes, dass sie dann in mein Zimmer geflogen ist und zu mir sich gelegt hat. Ich kann, wenn die Tür zu ist, kann ich nicht einschlafen. Warum? Ich denke immer, dass Pauline dann irgendwann reingeflogen kommt. Also und dann durch die Tür und dann kommt sie nicht durch. Deshalb kann ich nicht mit zur Tür schlafen. Als du neu auf die Schule gekommen bist, hast du den Leuten auch erzählt, dass du noch eine Schwester hast? Also manchen,
Ich habe es jetzt nicht der ganzen Klasse erzählt, aber ein paar Kindern, denen ich wirklich vertrauen kann, die es dann wirklich nicht jedem weiter sagen, habe ich es gesagt. Freitagmorgen, 6:30. Okay, dann würde ich jetzt. Melde ich nochmal von Arbeit. Ich melde mich heute Mittag. Tschüss, tschüss. Ich habe tatsächlich schon immer gerne gearbeitet. Ich habe schon immer irgendwie, auch in einem, also im Studium, in jedem Gastrojob, ich habe immer viel gearbeitet. Unser Familienkonstrukt ist ja eh darauf gebaut, dass ich mehr arbeite und Simon mehr Kind abhol, bring, Zeit hat. Das ist schon immer so, dass es seit Paulines Geburt und auch Simon ist dann ja früh viel in Elternzeit gewesen oder den größeren Teil in Elternzeit. Das ist so unser Konzept und das funktioniert. Hallo, guten Morgen. Michaela. Hier hinten steht unsere heilige Kaffeemaschine. Julia arbeitet als Konrektorin an einer Gesamtschule. Neben der leitenden Tätigkeit unterrichtet sie Mathematik und Geografie. Sonst hat keiner angerufen. Michaela ist da. Steffen noch nicht. Ihre Kollegin Heidrun Engels hat ihren Wiedereinstieg nach Paulines Tod begleitet. Hier hat sie Struktur, hier hat sie Aufgabe. Simon ist ja dann auch wieder arbeiten gegangen. Und wenn sie dann alleine zu Hause sitzt, ich meine, nur Hausfrau, das ist nicht ihr Ding. Und dann kommt man ja auch auf Gedanken, die man eigentlich gar nicht haben will. Auch ihr Chef Stefan Krumme hat sehr genau hingesehen, als Julia zurückkehrte. Viel früher, als er es vorgeschlagen hatte. Weil ihr die Arbeit Spaß bringt, weil sie mit Leidenschaft Lehrerin ist. Und wenn man mit dem Lächeln dann nach Hause geht, und das ist manchmal in Schule schwer, und dann in ihrer Situation, dann weiß man, das hat ihr in diesem Moment gut getan. Und ich gehe nicht jeden Tag mit dem Lächeln nach Hause. Frau Zumbuddel, Julia, macht das ganz, ganz häufig. Und das zeigt mir eigentlich, dass sie genau richtig hier ist. Und dass vielleicht Schule, Arbeit eine Art Therapieform auch ist, dass man noch was braucht, mit dem man sich beschäftigt und mit dem man sich gerne beschäftigt. Wir hatten doch damals, haben wir jemals diese Doppelsteckung Kunst? Nee, das hatte sich bei Jana ja auch, da spreche ich sie gleich nochmal an. Aber sie hat jetzt auch keine angemeldet fürs zweite Halbjahr. Arbeit und Alltag bei den Zumbuttels laufen. Dennoch, der Wunsch, die Trauer noch einmal professionell aufzuarbeiten, der bleibt. Der Reha-Platz, auf den sie warten, bietet ein ganzheitliches Konzept für Körper und Psyche. Therapien, ein großes Freizeitangebot und der intensive Austausch mit anderen Eltern. Doch noch immer haben sie keine Zusage. Ich verspreche mir einfach davon, dass mir vielleicht nicht der ganze Rucksack, aber vielleicht so ein bisschen Last da noch hinten abgenommen wird. Weil ich einfach an mir merke, dass ich doch immer noch ziemlich viel Ballast mit mir trage. Ich stehe voll dazu, dass ich sage, es hat sich an keiner Stelle so angefühlt, dass wir es gebraucht hätten. Aber ich finde das komisch. Und irgendwie weiß ich nicht, ob nicht sich vielleicht, also irgendwo was versteckt, was vielleicht jetzt doch noch mal ein Profi oder ob es noch besser geht. Also so, ich finde, es geht gut, aber vielleicht ist mein Blick auf das, was wir tun und was wir machen und leben, auch gerade nicht realistisch. 2 Monate später. Ein schwerer Tag steht bevor. Paulines Geburtstag. Der dritte ohne sie. Sieben Jahre wäre sie heute geworden. Simons Eltern kommen. Hallo, mein Schatz. Oh. Ist das ein Häschen? Ein Elefant. Da hat man sich ein bisschen versehen. Julia sitzt so ganz entspannt oder steht da und backt den Kuchen. Ich glaube, bei mir würde alles runterfliegen. Du hast wirklich die Ruhe weg, Julia. Nein, habe ich nicht, aber ich kann es gut wegspielen.
dann denkt man, ach, man ist, es ist Alltag eingekehrt und das Leben geht weiter. Und dann gibt es Momente, da zieht es dir die Beine weg, da bist du vollkommen erledigt. Und die kommen plötzlich und unvorbereitet, also das ist auf einmal da. Ich bin da ein bisschen anders aufgestellt, ich habe mich immer ein bisschen mehr im Griff sozusagen. Ich zeige Gefühle, gar kein Problem, natürlich, aber immer ein bisschen rational aufgestellt. Ich liebe meine Eltern. Ich bin denen so dankbar für all das, was die in der Zeit und auch danach für uns getan haben. Das ist in Worte nicht zu fassen. Benjamin Blümchen. Was sagst du? Kommt da noch was drauf? Nö, sonst sieht man den Benjamin doch ganz nicht. Hallo. Freunde kommen. Hallo, meine Lieben. Und Paulines Erzieherin aus der Kita. Schön, dass ihr da seid. Rette sich, wer kann. Hilfe! Vielen Dank, dass ihr da seid heute. Mit Paulines Catcar fährt Edda heute zum Friedhof. Wenige hundert Meter entfernt von zu Hause. Simon schaut regelmäßig am Grab vorbei. Julia brauchte diesen Ort am Anfang häufig, jetzt seltener. Hier vorne? Nein, da vorne. Komm. Hier hin. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Herzlichen Glückwunsch, Pauline. Wofür mache ich denn den Kaffee? Wenn den keiner trinkt. Mehr to go? Malabend. Nee. 29. März 2023. Nee. So. Es ist Abreisetag. Ein Dreivierteljahr nach der Anmeldung haben Simon, Julia und Edda tatsächlich ihren Wunschplatz in der Reha bekommen. Sie fahren nun für 4 Wochen ans andere Ende von Deutschland. Ist schon Wasser im Auto? PET-Wasser? Ich möchte jetzt ins Auto und möchte jetzt los. Ich glaube, das an Vorbereitung und Packen war es jetzt genug. Am liebsten würde ich schnippen und da sein. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was kommt. Total. Also entspannt gespannt eigentlich. Okay. Ich mache hier nochmal kurz auf. Nee, also ich war so stolz, dass er jetzt gerade zu war. Das, wegen der Handtasche, das gibt's doch wohl nicht. Also ja, dann möchte ich dich jetzt mal sehen. Achtung. Das, was du vorbereitet hast, geht jetzt auch. Ein Monat. So lange waren sie noch nie weg von zu Hause. Ich finde es ein Abenteuer, was uns mit Sicherheit gut tun wird. Aber ich habe keine Ahnung, was kommt. Die Reha-Klinik in Tannheim im Schwarzwald. Hier reisen nun gleichzeitig 8 Familien an, die ihre Kinder verloren haben. Mittlerweile gibt es für trauernde Familien nur noch diese eine Klinik, um eine Reha zu machen. Sie wohnen hier in Apartments und werden wie in einem Hotel versorgt. Edda trifft auf Marlene und Greta. Sie besuchen eine Trauergruppe für verwaiste Geschwister. 1, 2, 3. Etwas schwierig zu dritt.
Und ihr habt heute ganz viele Sachen mitgebracht von also euren Geschwistern. Ich habe ziemlich viele Fotos dabei. Cool, dann. Ja, super, dann sehen wir alle Geschwister auch nochmal auf Fotos. Meine Schwester hatte so ein Lieblingskuscheltier. Den Original haben wir zu ihr in den Sarg gelegt, aber wir haben eine, wo genau gleich aussieht. Stimmt. Das soll ein Hund darstellen, aber sieht etwas komisch aus. Ja, das ist jetzt Kiku, Kiku 2, sage ich immer. Mhm. Also, ja, den immer in den Arm genommen, also wie ein Kissen war es jetzt nicht. Mhm. Also, ich habe einmal ein Foto von meinem Bruder. Okay. Dann habe ich sein Lieblingskusch. Ja, das war in Köln in einem. Da hatten wir so einen Innenhof und da ist er immer Dreirad gefahren. Dann sein Lieblingskuscheltier. Hat es auch einen Namen, das Lieblingskuscheltier? Super Henry. Ah. Eigentlich, Pauline war nicht so ein Kuscheltier-Fan wie ich. Okay. Hast du mehr Kuscheltiere wie die Pauline? Ja. Also Pauline hat auch schon sehr viele, aber wir haben, aber ich habe trotzdem immer noch mehr. Mhm. Und da war sie schon krank. Mhm. Da sieht sie auch schon ein bisschen anders aus, ja, gell? Ja, das bin ich, das ist Pauline. Das kann man immer gut erkennen. Ich lag immer auf dem Hund. Der Kuscheltier-Fan. Magst du auch eine Kerze für die Pauline anzünden? Ja. Paarzeit bei Jochen Künzel, Leiter der Einrichtung und Bezugstherapeut von Julia und Simon. Regelmäßig kommen die beiden zu ihm. Er schaut sich die Beziehungen innerhalb der Familie an. Und bei ihm laufen alle Informationen aus den einzelnen Gruppen zusammen. Dann habe ich Rückmeldungen von der Edda, was ich jetzt bisher so an Rückmeldungen bekommen habe. Die heilpädagogische Gruppe, da kam die Rückmeldung, dass sie schon relativ dominant war, dass sie da auch ein bisschen als übergriffig erlebt wurde, dass sie so andere helfen wollte, wo die andere aber keine Hilfe wollte sozusagen. Das ist auch schwer gefallen, sich dann zurückzunehmen. Das ist ja ein bisschen auch das, was wir uns hier auch ein bisschen erhoffen. Es geht ja nicht ausschließlich um sie, sondern ich in einer Gruppe von Gleichgesinnten gefühlt. Und da ist mir so eine Regulierung, da muss mal einer sagen, nee, stopp, lass du mal. Genau. Jeder hat hier seine eigene Geschichte. Genau. Denn das ist ja die Erfahrung, die wir uns hier für sie wünschen. Ja. Und da ist natürlich das Regulieren natürlich total wichtig. Ja, das ja. Macht ja. Die Kleine, die nicht mehr reden sehen, von hören. Nee. Die Finger. Nein, aber ist gelebt. Mama, halt mich mal hier dran, halt mich mal fest, mit beiden Händen. Und zieh. Dann bleibt sie abrupt stehen und ich stell da mit ihrer Nase gegen ein Laufen hier rüber. Die Erwachsenen können eine Trauergruppe bei Jochen Künzel besuchen. Ein Raum für alle Emotionen, die verwaiste Eltern mitbringen. Ich bin einfach dankbar für 16 Jahre, die wir Johannes haben durften. Und ich kann schon seit langer Zeit nicht mehr die Nächte durchschlafen. Ja, ich habe jetzt das Wort Neid. Das finde ich ein sehr schweres, hartes Wort. Aber es trifft es auf viele Situationen inzwischen, in denen ich einfach mit glücklich Familien konfrontiert bin und ich denke, uns ist das Glück nicht mehr gegeben. Und dann bleibt halt dieses harte Wort Neid. Ja. Ja, ich kann mich diesem Grenzgedanken also total anschließen, weil es ist einfach, ja, genau, weil man hatte keine Wahl. Man musste drüber gehen und es musste weitergehen. Und manchmal fragt man sich rückblickend, wie ist das machbar gewesen, dass man diese Grenzen so sehr überschritten hat und noch stehen kann? Es gibt auch gewisse Themen, die erspare ich auch meinen Freunden. Ja, so, obwohl ich weiß, die waren immer bei mir.
Die haben stundenlang auf mich gewartet auf der Intensivstation. Die haben alles gemacht, aber ich denke, es gibt jetzt Themen, die müssen die nicht auch noch mit mir aushalten. Mhm. Ja? Und da sind einfach Menschen wie ihr Gold wert für solche Themen. Ich glaube, es geht ja auch nicht nur ums Aushalten, das Verstehen halt, das haben wir auch, die Leute verstehen halt vieles nicht. Mhm. Das kannst du nicht verstehen, das hatte ich auch gesagt. Das ist das oder der Schmerz, den, darauf bist du nicht vorbereitet und das kannst du auch keinem erklären. Also ich glaube, das weiß jeder, das ist nicht zu beschreiben. Und das kann man ja nur wünschen, dass die Leute es nicht erfahren. Halt! Falsch rum! Ja, aber ausgleichende Gerechtigkeit. Wir fühlen uns ein bisschen in diesem Gefühl, was wir ja in Berlin schon hatten, so Austausch mit anderen tut gut. Darin fühle ich mich bestätigt. So, aber ich mag einfach auch dieses, ich mag auch dieses Wechselspiel einfach, dass es hier nicht nur schwer ist. So, das ist relativ konzentriert auf diese Gruppensitzung. Und dann gehen wir da raus. Gehen wir nicht kickern und lachen, aber so, denn, dass es 2-3 Stunden später dann wirklich in gleicher Konstellation eine andere Stimmung sein. Und das ist ja auch das, was unseren Alltag prägt eigentlich. Ist mal doof, ist aber auch ganz viel gut. Und ich glaube, das kann hier fast noch doller verstanden werden, weil ich glaube, dass manchmal unser Umfeld vielleicht manchmal gedacht hat, warum gibt es denen, also warum geht es denen denn so gut, vielleicht auch gefühlt. Warum kommen sie damit so gut klar? Das wird aber deine Lehre. Und der Morgige wird ähnlich. Und deswegen geht's jetzt ins Bett. Beim normalen sozialen Umfeld haben sie die Angst, wenn ich jetzt normal lache, richtig mal wieder befreit lache, dann denke die, jetzt ist wieder alles gut. Und die können nicht damit umgehen, wenn ich dann aber wieder kipp. Und ich weiß, ich spüre für mich, dass es ganz nah beieinander ist. Aber der Gegenüber, der weiß das nicht. Und der denkt, wenn ich jetzt lache, ist jetzt wieder alles gut. Und behandelt mich vielleicht so, und das will ich nicht. 1, 2, tipp. Ja, ich sag es nur, damit wir im Rhythmus bleiben. Ich bin im Rhythmus? Ja, nee. Was war das für ein Signal? Was? War kein? Der zweite Drehung? Das war keins, nee. Familie zum Buddel hat viele Ressourcen. Die haben viele Dinge im Rahmen der Diagnosestellung, Begleitung der Erkrankung bis hin zum Sterben, bis hin zu, wie die Beerdigung gestaltet wurde. Da sind viele Dinge sehr gut gelaufen. Und das ist aber auch meine Erfahrung, dass sowas eine gute Prophylaxe ist für die nachgehende Trauer. Sieben Wochen später, zurück zu Hause. Simon geht jetzt wieder regelmäßig laufen. Tannheim hat mir sehr gut getan. Es wurde einem alles abgenommen und ermöglicht einem dann auch mal an andere Sachen zu denken und einfach alte Sachen, die man früher ganz normal in seinem Alltag hatte, quasi wieder aufzunehmen und da wieder versuchen anzuknüpfen. Ja, und das ist mir sehr gut gelungen. Das ist mir sehr gut gelungen. Ich fand, dass es da ganz viele gab, die auch so ein Schicksal erlebt haben und die einen auch verstanden haben. Ich werde traurig, wenn ich einfach darüber erzähle. Und deshalb mag ich es eher nicht so gerne, darüber zu reden. Ich fand, es gab da nicht so viele Fragen. Also Marlene und Greta haben jetzt nicht so gefragt, was ist da passiert, was ist da passiert, was ist da passiert. Sie waren einfach ein bisschen ruhiger. Heilen konnte die Reha ihre Trauer nicht. Das halten auch alle drei für nicht möglich. Aber Julia und Simon spüren nun etwas mehr Ruhe in ihrer Gefühlswelt. Ich habe auch eigentlich das Gefühl, dass es so rückblickend für uns die richtige Form war. So, es war, glaube ich, für uns als Familie genau richtig, dem für diese intensive Zeit von 4 Wochen so ein Zelt, so ein Deckel, so eine Glocke zu geben. Ich finde wirklich, dass diese 4 Wochen hatten ganz viel Facetten von unseren 4 Monaten. So, weil es
Auch die 4 Monate mit Pauline waren an ganz vielen Stellen sau schwer und aber auch sau lustig und wahnsinnig intensiv und auch ganz viel fröhlich. Und all das hatte Tannheim irgendwie auch. Julia, Simon und Edda wissen, dass ihr Leben nie wieder so werden wird wie vor Paulines Erkrankung. Aber sie sind sicher, es kann wieder anders schön werden. Und ihnen ist klar geworden, dass es nicht selbstverständlich ist, wie nahe sie einander sind in ihrer Trauer. Tannheim hat auch noch mal gezeigt, wie wertvoll so Klitzekleinigkeiten, Großigkeiten sind, wie dass wir sehr ähnlich trauern. Ich glaube, so stark unsere Beziehung und unsere Ehe und unsere Liebe ist, wäre Simon in eine krasse Depression oder wäre ich irgendwie abgerutscht, weiß ich nicht, wie gut wir das miteinander ausgehalten hätten. Wir können gemeinsam hervorragend anpacken und umsetzen. Und wir versuchen einfach so das Maximum aus unserem Leben rauszuholen mit diesem Schicksal.